Ich könnte noch eine Sache für euch, die Radiohörer hören jetzt nicht mehr mit. Das ist eine schöne Fernsehsendung. Warte mal, wo ist sie denn? Klaus lag in seinem Bett, den Kopf hochgeschützt auf einem Berberkissen und guckte Fernsehen. Die Show hieß Leck mich am Arsch. Muss ich jetzt unbedingt noch lesen. Das müsst ihr leider noch hören. Die Show lief erst nachts, wenn Kinder mehr oder weniger keinen Zugang mehr auf das TV-Gerät ihrer Eltern hatten. Wenn alles in der Familie in Ordnung war, das heißt, wenn Mutter und Vater für eine gewisse Familienstruktur sorgten. Das war aber in dieser Großstadt nicht der Fall, denn hier gab es 75% alleinerziehende Mütter oder Väter. Trennung an der Tagesordnung, der moderne Mensch wollte sich selbst beweisen, indem er auch ganz alleine für seinen eigenen Lebensunterhalt aufkam. Dadurch fehlten in der Familie mit Kindern oft die strukturellen Erforderlichkeiten. Die Fernsehshow war nicht für Jugendliche oder gar Kinder geeignet, wie es im Vorspann hieß. Das wiederum machte Klaus zu einem eifrigen Kunden dieses Senders. Mit der Fernbedienung in der verkrampften Hand sah er sich die Sendung an. Ein sogenannter Promi, den die meisten Fernsehzuschauer aber noch nie gesehen hatten. Vielleicht ein C-Promi musste sich hinhocken und die Hose bis zu den Knien runtergezogen haben. Auf einem niedrigen Tischchen. Ein Kandidat musste mit verbundenen Augen an seinem Hintern lecken und erraten. Um welchen Promi es sich handelt. Leicht schmalziger, etwas säuerlicher Geschmack. Das Team fand, er hätte recht. Jetzt konnte er weiterraten. Ja, was kann das denn sein? Vielleicht ein Schauspieler? Nein. Eine Tafel mit seinem Vornamen wurde umgeklappt, dann erschien der nächste Name, Günther. Günther kam langsam mit verbundenen Augen rangekrochen. Er orientierte sich an einem Seil, das er lange nach durch den Raum gezogen war. Er leckte an dem Hintern einmal, zweimal. Dann hatte er es. Es ist Dr. Carsten Lorenz, der Olympiasieger im Dressurreiten. Böööööt, machte eine Geräuschtröte. Falsch! Die Klappe mit dem Namen von Günther klappte nach unten. Jetzt war eine Frau an der Reihe. Jutta. Sie kroch mit langen Kriechbewegungen an den Hintern ran, schnupperte erst, dann leckte sie der Person am Arsch. Klaus fieberte mit. Er als Zuschauer wusste ja, um wen es sich da handelte. Es ist Markus Merz! Richtig! Der Politrocker mit den aufrührischen Texten »Ich tacker mich an dich fest, Lauren« stand unbeholfen wieder auf, zog seine Lacklederhose hoch und setzte sein Markenzeichen, eine karierte Wollmütze, auf. Jutta bekam einen Briefumschlag mit einem Geldbetrag. Dann endete die Show mit einem Jingle von Herbie Fields, dem Filmmusikkomponisten aus Hollywood, der diese Melodie weitgehend an allen möglichen Fernsehformaten gemacht hat. Und weil es so schön ist, guten Morgen, einmal die neue Ich, bitte. Die Zeitschrift Ich war eine der meistverkauften Zeitungen überhaupt. Das Organ für den modernen Menschen. Sie bestand fast ausschließlich aus Werbeanzeigen von Privatleuten und Fotos. Menschen, die sich selbst fotografiert hatten mittels Selbstauslöser und in diesem Blatt Aufmerksamkeit und nur darum ging es erreichen wollten. Irgendein Nutzen war aus diesen vielen Anzeigen nicht zu erkennen, denn sie waren alle anonym. So, tschüss. Danke.